und einfach angefangen zu swipen. Und was gibt's als besseren Ort fürs erste Date als McDonald's? Oh, alles voll hier. Ich bin nicht so ein. Yep, that escalated quickly, würde ich mal sagen. Sie steht mir sogar gerade gegenüber, ist später auch im Video. Aber erstmal von vorne. Diese Woche wollte ich herausfinden, wie funktioniert Metaverse Tinder und wie läuft eigentlich so ein Date in der VR ab, wenn man dann wirklich jemanden kennengelernt hat. Auf Tinder, welches ich mir für Forschungszwecke Sunny 31 Niveau flexibel heruntergeladen habe, gibt es seit 2012 65 Milliarden Matches in 190 Ländern und in 40 Sprachen. Und ich will von euch mal wissen, wer, ganz ehrlich, hat schon mal eine Dating-Plattform benutzt? Naja, für diese Ehrlichkeit haue ich auch mal wieder eine X-Kette raus, Leute, unter allen Kommentaren. Und es gibt noch diese Plastikrose vom Baumarkt dazu. Ansonsten ist es ja so, auf Tinder zu schreiben ist ja das eine. Naja, man liegt auf der Couch, sitzt vorm Rechner und so weiter, aber das ist dann wirklich zum Treffen kommt, zumindest bei mir war das immer so, da hatte ich so eine kleine Hemmschwelle. Warum? Weil man dann ja wirklich ein Date abmachen muss. In einer Location, in einem Restaurant oder vielleicht sogar eine fremde Person zu sich nach Hause holen oder zu einer gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Frauen noch komplizierter ist, weil man ja eben einen gewissen Vertrauensvorschuss diesem Menschen geben muss, den man eigentlich ja nur geliked hat aufgrund der Bilder, die man irgendwie heiß fand oder der lustigen Vibe. Deshalb fand ich die Idee von so einem VR-Date ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Brille auf, irgendeine coole Activity wie bowlen gehen oder ins Kino und so weiter, mit der Person erleben, mit der Person sprechen und dann vielleicht im realen Leben treffen, wenn man sieht, dass es gut funktioniert. Und wenn das Date dann irgendwie sehr cringe ist und man merkt, man vibet gar nicht oder die Person sagt vielleicht irgendwas Dummes oder so, kann man mit einem Klick disconnecten. Aber zuerst habe ich nach einer Plattform gesucht, wo man solche VR-Dates überhaupt ausmachen kann. Beim normalen Tinder wäre das wahrscheinlich ein bisschen komisch gekommen. Was ich sofort gefunden hatte, war der Trailer von Nevermat. Die werben quasi auch damit, dass sie so eine Art Metaverse Tinder sind. Problem nur, es ist Beta-only, muss sich freischalten lassen und man darf keine echten Bilder von sich hochladen. Ich denke mal, das ist dann doch eher was für so Hardcore-VR-Fans, die dann echt nur noch in der Metaverse leben. Besser fand ich dann Flirtril. Angaben sind sehr basic, ähneln der Tinder-Bio. Und hier habe ich dann sowohl ein echtes Bild von mir, als auch eins von meinem VR-Charakter hochgeladen und einfach angefangen zu swipen. Ja, und das dauerte gar nicht lange, hatte ich tatsächlich die ersten Matches. Na, viele Leute aus den USA, Japan und so weiter, man sieht auch so an den Profilbildern, also teilweise sind das schon so Leute, wo man sich denkt, okay, die sind schon länger so in dieser Metaverse-Welt. Aber eine Lady, ja, die sah ehrlich gesagt ganz normal aus und die hat mir über Instagram sogar mein Profil geschickt, meinte so, ey, bist du das oder ist das ein Fake? Und ich wollte nicht zu viel mit ihr chatten, ne? Nur so ein bisschen basic, sie heißt Laura, Social Media Recruiting Agentur, fand ich spannend, interessiert sich für VR, hat sogar schon mal ein Video von uns gesehen und ich meinte, hey, ganz ehrlich, lass uns einfach heute Abend mal virtuell treffen, die Brille aufsetzen. Dann habe ich vorgeschlagen, in VR-Chat zu gehen. Ja, das gibt es schon seit 2017. Das ist im Endeffekt so ein Game oder ein Programm, wo es so verschiedene Locations gibt. Ne? Ein Penthouse, ein Club. Und ich hatte für das erste Date noch eine ganz andere spezielle Idee. Und was gibt es als besseren Ort fürs erste Date als McDonald's? Alright. Geil. Laura, bist du da? Tatsächlich ja, aber ich weiß nicht, wie ich kniest du schon? Bewege, beziehungsweise aufstehe. Wieso kniest du hier? Tatsächlich ja. Weil ich nicht weiß, wie ich aufstehen soll. Ja, egal, wir gehen jetzt mal zu diesem Spielplatz da hinten. Aber in dieser McDonald's-Welt warst du auch noch nie, ne? Tatsächlich nicht, nein. Ja. Oh, jetzt bewegt es sich. Oh fuck, und du bist alleine. Du bist alleine drauf. Okay, so eine Schaukel. Geh mal rauf. Kann ich dich dann so anstupsen? Okay. Hier, wenn du auf Sit, du musst dann... Ja, ah, doch, ja, jetzt bist du drauf. Jetzt. Warte mal, und jetzt kann ich dich jetzt anstupsen? Boah, das ist echt... Oh, ich glaube schon, dass ich dich anstupsen kann. Warte mal. Boah, das ist echt unangenehm. Lass mich mal da runter wieder. Ich kann dich nicht anstupsen. Heftig! Ey, das ist schon heftig. Ey, sag mal ehrlich, Leute. Komm ich cringe rüber? Hier, nehm ihn mal. Gönn dir den mal. Gönn dir. Oh. Ist gut? Ist lecker, ja? Ey, kannst du da jetzt. Möchtest du denn haben? Ich würde Chicken McNuggets nehmen und. Ich würde Chicken McNuggets nehmen und Pommes. Mhm. Sag mal, was isst du da? Tatsächlich jetzt was bestellt? Ich hab mir Chicken McNuggets und Pommes bestellt. Wie? Ja. Dein Ernst? Ja, klar. Ich will ja auch eine realistische Atmosphäre haben, wenn wir jetzt hier sind. Ja, was ist mit meiner Bestellung? Ja, tut mir leid, also deine Bestellung ist ja hier auch gekommen. Guck mal, erstmal du hast das Eis, kannst du essen. Und den Burger zum Beispiel. Hier, nimm den nochmal.
Meinst du, kann man damit einen Tornado zünden? Safe. Probier's. Oh, oh. Okay, also wir bzw. ich waren ja nun gestärkt und dann habe ich die Idee, lass uns doch bowlen gehen. Ja, das hatte ich mit Chris schon mal ausprobiert. Spiel kostet 20 Euro. Sie musste sich jetzt nicht eigenen Account machen. Ich habe ihr einfach die Zugangsdaten von Chris gegeben. Und ja, dann sind wir bowlen gegangen. Ich kann jetzt schon mal sagen, das macht echt Laune und es ist super anstrengend. Also diese Bewegungen, die du machst, die sind meiner Meinung nach echt sehr real. Okay, okay, dann lass uns bowlen. Pass auf, du musst die so an, du musst die so nehmen und dann so werfen. Let's go. Mhm. Soll ich schon oder wie? Ja, und jetzt? Ja. So, oder wie? Ja. Oh, nice. Wow. Ah. Holy shit. Ja, du hast das safe schon mal gespielt, ne? Yeah. Ja. Ich? Ah, ich mach das öfters. Aber wie war das? Der Gewinner oder der Verlierer? Wenn ich jetzt gewinne, würde ich sagen, könntest du mir schon mal so einen VR-Kuss oder so geben. Okay, VR-Kuss, also... Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam. Wow, oh Gott. Doch, doch, klar, ich darf ja zweimal. Du durftest nur nicht zweimal, weil du, wie nennt man das, alle weggemacht hast. Oh, der kommt gut! Was machst du da eigentlich? Ich wollte nur mal gucken, also, ob man das sieht oder nicht. Ja, steh mal wieder auf hier. Ich muss sagen, ich hätte sie ehrlich gesagt auch gerne so in echt gesehen, wie sie da so zu Hause rumgeturnt ist beim Bowlen. Mann, ey, was ist jetzt los, Alter? Ey, Chris, ich glaube, du musst gleich für mich werfen. Aber nee, was würdest du sagen, so vom Feeling her? Ist es so, boah, nice. Ist es wie beim echten Bowlen? Ja, doch schon. Also man hat schon irgendwie das Feeling, als wäre man hier jetzt beim Bowlen. Und jetzt? Geht es eigentlich auch noch woanders? Wo willst du es denn mal testen? Also, ja, bleib mal stehen. Na, du musst, nee, da musst nee, du deine nee. Hand, halt mal deine Hand so nach hinten. Halt mal deine Hand so nach hinten, so ein bisschen höher noch. Ein bisschen höher, noch ein bisschen näher an dir dran. Guck mal, bei uns knistert schon ein bisschen. Ja, und das hat echt Laune gemacht. Also wir haben nur eine Partie gespielt, denn dann wollte ich unbedingt noch was anderes ausprobieren, nämlich Big Screen. Da hatte ich tatsächlich bisher nur auf YouTube mal ein paar Trailer gesehen und das sah mega aus. Das ist quasi ein 3D-Kino. Du kannst auswählen, ob das ein Autokino sein soll, ein altes Cinema, ein super modernes. Ich wollte unbedingt sehen, wie das ist, weil tatsächlich kannst du nicht nur eigene Filme da drinnen gucken, sondern auch Filme kaufen, ausleihen, ne, wie bei Amazon Prime. Und du kannst sogar Serien dort schauen, also Netflix im Endeffekt. Not that bad. Und jetzt pass auf, hinten, siehst du das? Da rechts, da fährt die ganze Zeit so ein Staubsauger. Diese Dinger, die auch immer so Influencer bewerben. Warum, Chris, haben wir kein Placement für diesen Sauger angenommen? So, jetzt komm doch mal hier durch. Ja, das geht nicht. Hast du dir kein Ticket gekauft oder was? Ich weiß, aber es geht nicht anders. Bei mir ist es echt irgendwie so, wenn ich den Platz hier neben dir auswähle. Oh, ey, ich finde dich gerade ein bisschen aufdringlich, Laura. Ah. Boah, die sind fast leer. Willst du auch? Ja. Oh, alles voll hier. Ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Boah, wollen wir Narcos gucken? Ja. Oder 3D-Rentals? Warte mal. Ich mache uns einen schönen 5 Euro. Dann gucken wir jetzt erstmal den Trailer, würde ich sagen. Sind dir 5 Euro nicht wert, oder wie? Und das war dann auch unser VR-Date-Abend. 2,5 Stunden, ging super schnell rum. Ja, sie selber, muss ich auch direkt sagen, ja, falls jemand fragt für Schulprojekte und so weiter, sie hat nur im privaten Instagram, ja, sie macht das hier alles zwar mit, so hat auch gesagt, ich kann ihren Ton benutzen, etc., aber sie selber ist jetzt nicht irgendwie auf Social Media groß vertreten. Trotzdem habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie Lust hat, nicht vorbeizukommen. Ja, wie gesagt, 200 Kilometer, kleines Interview, weil mich würde echt auch interessieren, wie sie das so wahrgenommen hat. Okay, also Laura, erstmal finde ich es sehr, sehr cool, dass du da mitgemacht hast. Ich finde es auch sehr geil, dass du echt hergekommen bist. Und ich habe mir gedacht, ich schenke dir so als Zeichen diese Rose. Ist echt nett von dir, Torben, aber trotzdem ist die leider aus Plastik. Stimmt, und, oh, die kann ich auch gar nicht, die haben wir verlost. Okay, die haben wir schon, die haben wir wirklich am Anfang des Videos verlost. Die alles klar. Jemand, der einen Kommentar schreibt. Mhm. Benutzt du selber so Dating-Apps wie Tinder, Labu oder so? Was heißt benutzen? Also ich bin jetzt nicht der aktive User, der da wöchentliche Dates hat. Mhm. Definitiv nicht. Ich nutze es eher so aus Neugierde, wer sich da tatsächlich tummelt. Hast du überhaupt irgendwen schon mal getroffen? Zum Beispiel von Tinder oder so? Ich also, bin nicht so eine. Jetzt von unseren Dates, also wir haben ja so, ich würde sagen, wir waren den Abend 2,5 Stunden insgesamt da drinnen, ne? Bowling, Kino. Was fandst du jetzt so am coolsten von den Experiences? Also natürlich, das Kino war richtig geil. Ja. Auch mit dieser ja, 3D-Geschichte. Egal, was man von McDonald's halten möchte, aber es war echt ein guter Start. War ein guter Start, ne?
Ja, doch, definitiv. Aber fandest du zum Beispiel so dieses Bowlen-Erlebnis so, dass es schon, kann es mit der Realität mithalten? Oder sagst du, okay, ganz klare Trennung, Realität und das ist jetzt wirklich ein Computerspiel oder das ist nee, jetzt also es verwischt tatsächlich. Und würdest du sagen jetzt, du würdest nochmal so ein VR-Metaverse-Date machen? Definitiv ja. Also ich würde es schon nochmal machen. Dann noch eine spontane Frage. Wenn wir Sonntag den Stream haben, wärst du da vielleicht am Start? Sonntag 18 Uhr oder 18:15 Uhr? Let's go. Ich bin dabei. Ja, und hier sitzt euer VR-Bachelor, Leute. Ich muss ehrlich sagen, dieses Video hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man hat das auch gemerkt. Ja, VR ist auf jeden Fall was, was mich selber beschäftigt. Kurz noch mein Input oder auch so meine Gedanken ein paar Tage danach. Also es ist natürlich so, die Hemmschwelle ist viel geringer. Also ich auf einem realen Date wäre viel schüchterner als in so einem VR-Date. Woran liegt das? Ganz klar, ich bin einfach zu Hause, ich habe die Brille auf und du hast halt immer so dieses Gefühl von, okay, ey, du könntest jetzt einfach stoppen. Na, dann war das natürlich auch eine Situation, Chris war um mich herum, hat mich da natürlich auch noch bei gefilmt. Das heißt, du wirst natürlich auch nicht intim und ich glaube, dieses Intimwerden an sich ist halt auch super schwierig, weil du hast keine Mimik. Ne? Die Gestik, seht ihr ja selber, ist auch sehr motorisch und so. Du guckst die Person an und im Realen, wer kennt das nicht? Ne? Man sitzt irgendwie da, man guckt sich in die Augen und dann denkst du so, okay, ey, vielleicht ist der Moment, wo man sie jetzt küssen könnte. In VR ist das natürlich alles so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ne? Das Gesichtsausdruck ist starr. Ihr habt es im Kino beispielsweise gesehen. Ich glaube, sowas kommt da echt nur auf, wenn du dich völlig drauf einlässt. Aber ich finde, es ist eine coole, ich sag's mal, Aktivität. Na, jemanden kennenlernen in VR, warum nicht? So, man hat einfach Spaß zusammen, ne? Man guckt einen Film, man geht bowlen oder es gibt viele andere Möglichkeiten. Und für Leute, die jetzt beispielsweise eine Fernbeziehung führen, kann ich mir das gut vorstellen. Na, ich bin auch eingeladen in so eine Beta, die heißt, das heißt Planet Theta. Das ist auch im Endeffekt genau sowas. Ne? Du kannst mit Leuten so in den Wald gehen, kannst mit denen reden, etc. Und auf der anderen Seite, und das glaube ich, muss man aber auch erwähnen, dadurch, dass diese Hemmschwelle geringer ist, natürlich auch viele Leute, vielleicht Sexualstraftäter, Pädophile, du weißt am Ende nie, wer da wirklich hintersitzt. Ne? Wer vielleicht irgendwie seine Stimme verzerrt. Ne? Bei Omme TV gibt es das ja auch. Du hast auf einmal die Stimme von einer Frau und zack, das Bild wird zu einem Mann. So, ne? Und Deepfakes, etc. Also ich glaube, es ist halt schwierig, um das als reales Dating zu sehen. Aber es ist cool, um einfach zusammen ein bisschen Spaß zu haben. Wenn man sonst vielleicht zusammen am Rechner sitzen würde, daddelt oder vielleicht einfach nur zoomt oder so. Soweit jetzt mein Resümee, aber auch meine erste Erfahrung. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Ja, glaubt ihr, das Ding wird groß? Ja, VR wird es auf jeden Fall. Among Us zum Beispiel hat jetzt auch eine VR-Edition angekündigt. Ich bin auch am Überlegen, in welche Richtung das geht. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, soll das hier noch weitergehen? Habt ihr Lust auf einen zweiten Teil? Soll ich irgendwas anderes mal machen? So ein Dating-Format wäre halt schon witzig, ne? Im VR. Ich glaube, das gibt es auch tatsächlich nicht im deutschsprachigen Raum. Ansonsten sind die liebe Laura und ich jetzt live auf Twitch. Und sie wird dann auch noch mal so ein bisschen ihre Perspektive dazu schildern. Seid lieb zu ihr, wie gesagt, die ist nicht so viel auf Social Media unterwegs. Wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch diesen Kanal abonniert. Und wie gesagt, unter allen Kommentaren haue ich auch noch so eine schöne X-Kette in Gold oder Silber raus. Jetzt gleich auf Twitch, nächste Woche Sonntag, hier bei YouTube. Und zwar, das ist wie bei Harry Potter. Man muss quasi in so ein Auto reinlaufen. Probier das mal aus.